So, willkommen zurück bei Professor Layton und diesem tollen Schokoladenrätsel. Wir haben das jetzt eingezeichnet und das müsste eigentlich passen. Oder Luna, hier Pünktchen, ist mein Pünktchen. Eis. Pünktchen, Pünktchen. Ja, das ist richtig. Gut. Oh Critical yeah. thinking is the key to success. So viel Schön. Pikarat schon. Gut gemacht und nun geh brüderlich teilen. Ja, alles klar. Drauf geschissen, ey, alles alleine, ne? Oh, jetzt verstehe ich das. So leicht lässt sich das also lösen. Ach ja, ich habe es ja versprochen, euch etwas zu erzählen, nicht wahr? Der kulinarische Höhepunkt des ganzen Mysteries ist Croutons Ingwerpudding, der ist köstlich. Ironischerweise ist der Tiefpunkt auch ein Gericht von Crouton. Im Ernst, sein Teegebäck ist zum Abgewöhnen. Pfui. Eine Frage ist, es sind ja alle Roboter, warum essen die überhaupt? Ja, das ist keine Ahnung, weiß ich nicht. Statue des Barons Stallo. bei Leighton. Ja, kulturweise ist das für Genau, ist Leighton. nicht so Lukes Ding. Nee, lieber Fernseh und So, wir haben jetzt noch so. Playboy-Heftchen. Das ist Wir haben jetzt noch Luxi. so ungefähr 20 Rätsel oder so, die wir noch lösen müssen. Ja. Und ich habe mich mal informiert, wo die alle sind, damit wir jetzt nicht stundenlang rumsuchen müssen. Und da gehen wir Okay. jetzt mal hin. Da müssen wir jetzt erstmal zu dem Crouton da ins Restaurant gehen. Das gute 5-Sterne-Lokal. So, und das werden jetzt alles die totalen Rätselfolgen hier, nur noch Rätsel. Nur noch Rätsel ohne Ende. Alle werden weinen. Ja, Dake schläft. Ey, ich meine, die Mörder wissen schon, oder? Ja, wie wär's? Wo der Spielchen war? Ja, Ich klar. kurz weg. Abgelenkt, Mann. Rätsel 80, zu viele Damen 1, 20 Pikarat. Kein Ding, das hatten wir letztes Mal. Wir hatten eine neue Aufnahme, müssen wir noch mal alles Genau, gut. das hatten wir hier schon. Beim Schach kann die Dame beliebig weit horizontal, vertikal und diagonal über das Brett ziehen. Kannst du vier Damen so auf dem 4x4 Schachbrett platzieren, dass keine einer anderen im Weg steht? Viel Glück. Ja, das hatten wir schon, aber die Lösung weiß ich nicht mehr. Ne, die muss er daneben setzen, das weiß ich noch. Den setzt er auch rechts daneben auf das Weiße. Da? Ja, und den setzt er jetzt auf das Schwarze. Das weißt du Da, noch? ne? Ja. Du setzt sie einfach so, dass sie sich nie treffen. Und Den setzt da? jetzt unten auf das, genau da, und das andere auf unten Und auf den diesen. da. Ja gut. Genau, das war Haben wir das. das schon mal. Das war die ganze Magie von diesem Welche Schachteil. Geschwind? Das war noch leicht. Das war noch leicht, ja. Ich glaube, solche Critical Rätsel thinking kommen is the jetzt key to öfter the mal. success. Clever angesetzt. Solche Damenrätsel sind seit über einem Jahrhundert bekannt. Genau. Dieses hier war ein harmloses Beispiel. Betrachte es als einen Vorgeschmack, ja, denn der Ich habe noch nichts Nee. anderes zu tun damals als mit Schachfiguren. Klasse, wie ich schon gesagt, keine Anfänger. Nächstes Mal denke ich mir etwas Schwierigeres aus. Polstersessel. Luke für seinen Fernseher. Genau. Damit er schön gucken kann. Schön mitten im Leben. Geht Mitten ab, im ey. Leben auf RTL. So, jetzt Echt? quatschen wir den nochmal an. Das liebt der, das liebt er. Problemfamilie. Was ist wieder auf der Partie da? Seid ihr wieder auf einer Partie da? Ich wusste doch, dass ein Herz für dieses Spiel der Könige habt. Allerdings wird der nächste Rätsel nicht so leicht, nicht mal für euch. Ja, werden wir sehen. Zu viele Damen 2, 40 Pikarat. Gut, also das ist wieder das gleiche hier, die Damen so platzieren, dass keine der anderen im Weg steht. So, ich Das hab hatten wir da. noch nicht, ne, beim Nee, letzten das Mal. nicht. Aber ich hab mir. Guck mal, du musst ja einfach mal so sehen. Ja? Mir fällt da gerade was auf. Das ist ja einfach nur eine Reihe aus mehr. Ja. Du kannst ja jetzt einfach theoretisch die Figuren so wie gerade setzen. Ja. Dann setzt du einfach die letzte auf die freie Bahn. Ja, wenn das passt, wo hatten wir den denn? Den auf dem schwarzen, ne? Nee, auf den daneben, auf den weißen. Auf dem weißen. Den dann da unten, den setzt du dann auf den schwarzen Auf den? da. Ja, genau. Und die anderen jetzt halt hinten auf den schwarzen da. Da? Ja, genau. Und dann Ja, unten auf stimmt. den weißen. Ja, stimmt, das ist gar nicht so schwer, Mann. Und dann setzt du den einfach dahin. Und das hier. Ey. Gut. That should do it. Fällt mir so ein, also. Ja, schön. Another puzzle solved. Das war schon schwieriger. Nee, eigentlich nicht, weil du das so sehr gut rausgefunden hast. Ist halt ein. Na, sowas für euch werde ich mir immer noch schwierige Rätsel ausdenken müssen. Nee. Ich freue mich schon drauf, euch meinen nächsten Kopfnüsse zu präsentieren. Ein Gemäldestück. Gut, dann direkt nochmal. Der hat viele Rätsel, kleiner Sack. Für eine Herausforderung bin ich immer zu haben. Wie sieht's aus? Lust auf eine Partie Schach?
Ja, sicher. Auf die schießen, Junge. Zu viele Damen 3, 60 Pikarat. Oh, warte mal, das ist was anderes. Lass uns diesmal etwas anderes versuchen. Platziere 3 Damen auf dem 5x5 Schachbrett, dass keine weitere Figur mehr aufgestellt... Was? Platziere keine weiteren Figuren. Ja, aufgestellt werden können, ohne dass diese von der Dame bedroht werden. Keine... Hä? Was ist denn jetzt daran anders? Ach so, wir haben nur 3. Und du musst es so stellen, 3 Damen auf dem 5x Schachbrett, dass keine weiteren Figuren mehr aufgestellt werden können. Also, ohne dass diese von einer Dame bedroht werden. Genau, also... Oh, was? Also müssten wir theoretisch ja wissen, wie das im Schach normal abläuft, um... Dass keine weiteren Figuren mehr aufgestellt werden können. Oder meinen die keine weiteren Damen? Keine weiteren Damen, klar, die meinen jetzt nicht alle Figuren. Ich dachte, alle möglichen König und so... Nein, ich glaube, die meinen nur keine weiteren Damen mehr. Also, okay. Auf jeden Fall... Nee, warte mal. Da müssen wir mal überlegen. Guck mal, wenn der schon mal in der Mitte steht, dann kann da keiner hin und auf den beiden Horizontalen auch nicht. Mhm. Ist doch klar, guck mal, dann muss... Oder ist das jetzt Quatsch? Dann muss da eine hin. Und, warte mal. Nee, die sind dann... Ach nee, das passt nicht. Alle, ja. Doch, so, guck mal. Ah nee, dann sind die ja die... Nee. Doch. Passt das? Ja, guck mal, weil hier kann keiner hin. Hm? Da kann keiner hin. Die Diagonale geht nicht und die geht nicht. Und dann hättest du rein theoretisch nur noch die Reihe da drüber, also die, und die Reihe da drunter. Mhm. Und das hier geht ja nicht, das geht ja nicht. Also im Endeffekt so, oder halt andersrum. Den dahin und den dahin. Okay. Oder? Ja, ich kapiere das Rätsel nicht ganz. Weil ich das jetzt anders... Ja, guck mal, weil jetzt, wenn das so steht, kannst du keine weiteren Damen mehr hinstellen. Ach doch, klar, du kannst... Sicher, da oben. Ja, klar, du kannst ja hier hinstellen, ja, sicher. Das geht nicht. Das war dann doof. Kannst du nicht einfach... Warte mal. Ah, warte mal, stell mal eine ganz nach oben, weil ein Schwarz... Also, ein höher. Guck mal, dann decken die schon mal das Äußere ab. Ja. Dann haben die beiden schon mal abgedeckt. Dann brauchst du dir da keine Gedanken mehr machen, dass da eine Figur hingestellt werden kann. Ja, also da kann keine hin, da nicht und die Diagonale halt nicht. Ah, warte, kann man das nicht? Warte, und dann warte mal. Ich hab's, glaube ich. Ja. Kannst es einfach wieder ganz leicht machen. Setz mal den höher, nimm mal den und setz den noch einen höher und danach einen nach links. Den setzt du dahin, guck mal, der deckt dann die inneren Seiten da ab. Ja. Den setzt mal einen tiefer. Da. Guck mal, der deckt jetzt das untere ab und der, die decken noch in der Mitte das Feld auch ab. Die 3. Ja. Durch das Schräge. Also so meinst du? Ja, so meine ich das. Ja, ich weiß nicht genau erklären, wie ich das meine. Ja, wir machen das einfach mal. Oh, es hängt gerade ein bisschen. Aber es war richtig. Klingt's immer noch? Nee, geht jetzt, war nur ganz kurz. Prima gemacht, man kann über die Lösung zu diesem Rätsel stolpern, wenn man über das 5x5 Rätsel nachdenkt. Aha. Nee, das ist tatsächlich richtig. Warte, du bist das nächste Mal, dann wird's noch besser. Ach du Scheiße. Ich will nicht mehr. Mann, Wahnsinn. Entschuldigung, weiß ich. Hutständer, ja, Layton natürlich. Hat ja einen Hut, ey. Na, links ja auch. Oder hat so eine Gangster-Cat. Gangster, so, nochmal? Ich hoffe, das war's dann mal mit den Schachrätseln. Ich hasse Schachrätsel. Oh, wir kommen ganz gut durch. Na gut, ihr beiden, das hat einmal Spaß gemacht, aber das ist mein letztes Rätsel. Oh, Gott sei Dank. Aber seid nicht traurig, denn ich bin ein Roboter, wenn ich ein bisschen Selbstvertrauen habe. Weißt du, allein müssen wir die jetzt schon so denken müssen, weißt du, die reden jetzt mit Robotern. Diesmal kommt die einfach willenlos an. Nicht einfach. Ach, seid ihr bereit? Ja. Kein Ding. Das ist jetzt wahrscheinlich 80 Pikarat. Das wär's, ey. Zu viele Damen 4, 80 Pikarat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Im Schach kann die Dame beliebig weit, das wissen wir jetzt. Also 3 Damen stehen bereits auf einem 8x8 Schachbrett. Stelle die übrigen 5 so auf, dass keine Dame einer anderen im Weg steht. Dies ist eine echte Kopfnuss. Aha. Oh Mann. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Mann, ey.
Ich mach einfach mal gerade irgendwas. Und ich überlege mir was. Oh, ist das doof. Dass keine einer anderen im Weg steht. Jetzt macht man das für jede Dame erstmal einzeln. Ja, lass mich doch mal erst. Ja, mach du erstmal. Ich trinke was. Probier aus. Nee, das geht schon mal nicht. Das geht auch nicht. Das geht. Och, Mann. So. Die stehen sich nicht im Weg. Mhm. Die auch nicht. Die auch nicht. Die nicht. Die nicht. Ah, shit. Das ist... Die da unten würde ich, unten würde ich verschieben. Welche? Wo? Die da. Die? Wo? Nee, die andere. Guck mal, von oben passt das ja nicht. Also die stellen sich ja im Weg. Also setz die doch einfach mal weiter nach... rechts oder links. Ja, nach rechts geht nicht. Nee, dann nach links. Muss ich einfach so ran tasten. Ja, aber nach links geht ja dann, auch nicht. Dann musst du gucken, dass du die untere dann auch vielleicht verschiebst. Also, ich weiß ja nicht. Warte mal. Nicht gewesen. Nee, so warte mal. Schieb doch jetzt noch da unten die. Nein, die andere daneben. Die, schieb die mal ein nach rechts. Ja. Und jetzt gucken wir mal. Da oben passt. Passt. Passt? Mhm. Okay. Traumi. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir es so schnell lösen. Doch. Ja, ey, das ist richtig. Dadurch hast du gerade durch Zufall die platziert. Und keine Lösung, Leute, wenn das wieder einer hier sagt. Genau. Mit der Faust. Die drei Damen. Ja, wollte ich nur sagen. Ja. Was? Wie bitte? Du fändest es interessanter, alle acht Damen selbst zu platzieren? Nö. Nö, überhaupt nicht interessant, gar nichts davon. Hau ab, kleiner Schnipp. Schachmatt. Ich hab's geschafft, ich wusste doch, dass ihr Großmeister seid. Das war von Anfang an klar. Ich hab wieder eine andere Stimme. Ein Gemäldestück. Yeah, zu viele Damen, vier. In den Rätselindex. Gut, jetzt, ach nee, der hat glaube ich auch noch welche. Guten Tag, jetzt mal. Habt ihr Ramon nun gefunden? Oh, Junge. Ja, hallo, alles abgeschlossen. Das geht für alles genug. Das haben wir. Danke für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Was hat der denn gemacht? Weiß ich nicht. Ja, gerne. Jetzt, wo ihr gerade hier seid, warum ruht ihr euch nicht etwas aus? Moment mal! Oh je, was ist denn wieder mit meinem Messbecher? Oh nein. Oh nee, nicht sowas. Stimmt etwas nicht? Ich habe hier ein 16 Liter Wasser, die ich gerne gleichmäßig in 2 8 Liter aufteilen würde. Nein. Da scheint sich mein Messbecher aus dem Staub gemacht zu haben. Könnt ihr das Wasser vielleicht irgendwie in diesen 7 und 9 Liter Gefäß aufteilen? Ach nö. Das ist wieder viel Raten. Genau, Wassergefäße, 60 Pikarat. Mann, Mann. Du hast ein 16 Liter Gefäß... voll Wasser, ein leeres 9-Liter-Gefäß und ein ebenfalls leeres 7-Liter-Gefäß. Die Gefäße haben keine Messskala. Kannst du das Wasser so auf das große und das mittlere Gefäß verteilen, also die beiden, dass beide genau 8 Liter enthalten. Mhm. Ja gut, wir müssen sowieso einen Schnitt machen. Okay, und dann machen wir das gleich.